What? What the fuck? Ist das dein Ernte? Was geht, Leute? Enero Fox ist wieder da. Es ist Mittwoch, beziehungsweise die Aufnahme ist für Mittwoch, für Straight Wednesday. Wir spielen wieder Skyrim. Wir haben das letzte Mal hier diese Hütte erobert, erobert. Zumindest haben wir ihm seine Pfeile weggenommen. Was habe ich jetzt gerade aufgenommen? Irgendeinen Schund habe ich aufgenommen. Das wollte ich nicht aufnehmen. Ja, gucken wir uns nochmal die Karte an. Ist auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich weitergespielt habe. Dass ich wieder den Überblick verloren habe. Falkenring, warum wollten wir nach Falkenring? Nein, wir wollten Banditen schnitzeln. Ja, genau. Okay. Die vergessene Höhle. Da wollten wir hin. Dann können wir es gleich mal als Ziel markieren. Ein paar Quests aktivieren. Natürlich wieder. Kein Durchblick. Ist ein Wunder, wenn ich mal einen Durchblick habe. Ach ja, wir haben ja noch diesen Hund. Barbas. Sollte passen. Ach, kann ich gar nicht. Okay, beruhig dich. Also. Oh, Morgen Ball weiterlaufen. Odin. Kleiner Odin. Das ist. Ach. Erz abbauen tue ich jetzt nicht mehr. Ach ja, by the way. Habe ich ja, bei der einen. Oh, was? Was? Wie? Wollt ihr mich verarschen? Werwölfe? Das ist nicht dein Ernst. Scheiße. Scheiß die Wand an. Ernsthaft? Hier, Werwölfe. Komme ich gerade gar nicht klar. Und ich komme nicht drauf klar, dass mein Subpack nicht funktioniert. So, das muss ich kurz. Was machen wir? Muss ich kurz checken. Moment. Oh, ich bin heute so dermaßen schlecht. Toll. Liegt dran, dass ich viel zu weit von meinem Spielbereich weg bin? Oh je. Okay, flieg. Flieg, kleiner Elefant. Warum Elefant? Ich weiß es nicht. Gutes was. Betz. Oh. Belsarod Yolhal. Falsch. Belsarod Hashal. Nila.
voller Blut, ey. Du warst mir jetzt eine tolle Hilfe. Okay, das checken wir ganz kurz. Das Hauptwerk muss funktionieren. Wegen der Immersion. Pause Recording. Continue recording now. So, funktioniert. Subhack funktioniert. Twitch funktioniert auch. Welches Tool meinst du? Ja, ich hab's, ich glaube noch nicht erwähnt. Ich bin jetzt bei Twitch. Das ist jetzt neu. Normalerweise habe ich ja die Aufnahmen direkt editiert für YouTube. Doch diesmal habe ich mir überlegt, quasi auch bei Twitch die Uncut-Version zu zeigen. Also wenn ich aufnehme, ungeschnitten, geht ja auch nicht anders. Und da gucken wir mal ganz neu in Twitch. Muss mich erstmal da reinfinden. Ich glaube, das heißt Open VR Twitch Chat. Einfach googeln VR Twitch Chat. Das kommt dann eigentlich bei GitHub gleich als erstes, denke ich mal. Ich versuche mich trotzdem in der Aufnahme nicht so groß ablenken zu lassen. Könnte wahrscheinlich nachteilig sein für den Zuschauer, dass ich jetzt nicht wirklich immer gleich antworte. Aber da ich hier eine Aufnahme mache, möchte ich so gut wie möglich, so wenig wie möglich rausschneiden. Warum sind die alle tot? Ah, ich höre es schon. Nicht Zwerglinge. Ruhe, Bogen, Ruhe. Beruhig dich. Ja, jetzt hat's mich gesehen. Mann, Papas, du kannst gar nichts, ey. Gut. Ja, leg dich erstmal hin. Wir haben hier ein Buch. Verzeichnis der Waffenverzauberung. Verzauberung ist verbessert und... Ah, kein Level Up. Okay. Wayne. 16 Gold. Ob das jemals mehr wird? Ich hoffe, das funktioniert alles vom Ton her. Also für den Twitch-Chat. Nicht für den Chat persönlich, sondern für Twitch allgemein. Ihr wisst, was ich meine. Ansonsten hoffe ich, dass jemand mir sagt, wenn er irgendwie Tonprobleme feststellen kann. Junge, leckt es ein bisschen. Das sollte eigentlich behoben sein, wenn es wirklich gleichzeitig das Streamen und gleichzeitig die Aufnahme daran liegen sollte, was ich ja eigentlich befürchte, dass es daran liegt, wird es wahrscheinlich behoben, wenn ich mir dann doch die nächste Generation von Grafikkarte hole. Ich hole sie mir. Ich warte nur auf die Benchmarks. 380 oder 3080 oder 3090. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, doppelt so viel für die 3090 zu zahlen. Für so wenig Leistungsvorteil. Aber das werde ich ja dann sehen. Ah, wieder nur die Hälfte vorbereitet, Mensch, Alex. Beruhig dich, Bogen. Nee. Sorry, Leute. Irgendwas stimmt da gar nicht. Das ist der Nachteil in VR. Man sieht nichts. Man muss fühlen.
Es ist zwar alles wireless. Trotzdem hat man ein bisschen Kabel zum Rumfummeln. Was ich anhabe. Hier jetzt. Kurze Hose, T-Shirt, Boxershort, Socken. Marke sage ich dir jetzt nicht. Ist gleich unwichtig, die Marke. So, wo müssen wir hin? Ja, aber was, ich guck schon. Wir sind jetzt zurückgelaufen. Na egal, dann laufen wir halt jetzt links entlang. Ja, wahrscheinlich muss ich den Twitch-Chat noch ein bisschen optimieren. Weil ein bisschen, ich muss da wirklich so nah ranzoomen. Ach so, das da. Das ist ein Sub-Hack. Warte, warte, ich antworte gleich. Siehst du diesen Strahl da? Was ist das? Ach, das ist glaube ich bei den Graubärten. Oder? Nice. Subpack. Das ist ein Subwoofer. Ich spüre quasi den Bass am Rücken. Stell die Beat Saber vor. Nur fühlbar. Und bei Skyrim, ja, ich denke mal, bei Skyrim passiert jetzt nicht viel, was Relevantes. Aber, ist durchaus ganz cool. Also, ein leichtes Laggen verzeichne ich schon. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, guten Morgen. Haben wir morgen? Es sind schon genug Fremdlinge in Himmelsrand. Und jetzt laufen hier auch noch all diese Söldner aus Hammerfell herum. Da kann ich doch nichts dafür. Ja, jetzt gucken wir mal, dass die Aufnahme nicht so ruckelt. Der User kann mir doch jetzt mal ganz kurz sagen, wie die Tonaufnahme ist. Ist die Tonaufnahme okay? Ruckelt es arg? Das sind Fragen, die ich gerne beantwortet haben möchte. Wenn du so nett bist. Viel zu friedlich. Ich traue diesen Schafen nicht. Vor allem das Weiße nicht. Und Hühner schon gar nicht. Gute. Wo ist jetzt Barbara schon wieder hin? Ach, da. Okay. Ganz ruhig. Ja, die Hintergrundgeräusche. Die, danke erstmal für die Antwort. Die Hintergrundgeräusche, das ist mein Ventilator. Also schon mal vorne rein, ich bin ein kleiner Freak. Ich habe hier einen Ventilator. Mal gerade mal gucken. Da ist ein Ventilator. Der Ventilator bläst, wenn es im Spiel auch windet. In geschlossenen Räumen ist er quasi ausgeschalten. Und je nachdem, was für eine Windstärke herrscht, dementsprechend bläst der Ventilator. Ist wieder auch für Beat Saber ganz praktisch. Ist ein Haus. Ganz praktisch. Durch die Bewegung schwitzt man ja so viel. Und dann ist man froh, wenn es ein bisschen kühler in diesem Zimmer ist. Und das hört man natürlich in der Aufnahme. Schneide ich für in dem VOD hört man das nicht, weil ich da einen Filter eingebaut habe. Klar kann man auch ein Noise Gate über OBS, über die Aufnahme bzw. Streaming-Programm einstellen, aber da muss ich mich erstmal noch reinfuchsen. Ja. Das ist doch. Ich dachte gerade,
Wenn die einen Namen hätten, dann wäre das Kai und Abel. Das waren doch die... Was ist? Ist er gut oder böse? Die sind aber... Fermi. Fermi und... Waren Sie das? Haben Sie ihm den Pfeil ins Knie geschossen? Ich warne euch. Zurück! Wenn ich doch wüsste, ob er gut oder böse ist. Zurück! Ja, okay, beruhig dich. Ich will nichts mit dieser Angelegenheit zu tun haben. Man muss jetzt nicht jeden töten. Danke. Ich habe das Gefühl, ich war hier schon mal, glaube ich. Bei einem früheren Run. Joch, beruhig dich. Mann, ich erzähl doch nur von dieser Gegend. Ah, die Pfeile sind auch weg. No. Ja, früher Run. Als ich noch auf dem Laptop damals gespielt habe. Lohnt schon gar nicht. Okay. Das war Claire. Meine Sprachassistentin. Gesteuert über Voice Attack. Ganz cooles Video, um zu zeigen, wie ich sie integriere, ist, wenn du nach Elite Dangerous auf meinem Channel suchst, meinem YouTube-Channel. Aber für hier ist sie nur eine Assistentin, um mir zu sagen, wann ich aufzuhören habe, aufzunehmen. Oh, Jauch. Das Saubere. In your face. Du kämpfst gegen Legolas, mein Freund. Wo war ich? Barbas, was habe ich als letztes gesagt? Ja, nein, das andere. Ach so, ja. Weil ich meine Aufnahme immer auf 50 Minuten maximal begrenze. Und damit ich den Überblick behalte. Was er alles kann! Mein Setup! Also, in VR-Maßstäbe gar nicht mal so viel. Also ist eine 2080 Ti eingebaut. Ich glaube, das ist das Relevanteste von allem. Auf dem Monitor kann ich, denke ich mal... Oh, das sieht spannend aus. Da kommt bestimmt was. Auf dem Monitor kann ich, denke ich mal, alles spielen. Sogar auf 4K. Mit Aufnahme wird das ein bisschen... Mann, beweg dich doch nicht. Ui. Das war brutal. Zwei Pfeile direkt... Eieieiei. Das kann man nicht mehr operieren. Na gut. Ja, aber VR-Maßstäbe ist halt echt... VR braucht zu viel. Deswegen, wie gesagt, ich denke, ich werde in den sauren Apfel beißen und so viel Geld für eine neue Grafikkarte ausgeben.
machen wir. Ja, war was. Da gehen wir jetzt rein. Ich hoffe, ihr seid auch so gehypt wie ich. Ich bin es auf jeden Fall. Let's go. So, los geht's. Die Höhle ist wieder dunkel. Wir schleichen ab jetzt. Ich weiß zwar nicht, was hier leuchten sollte, also die... Sorry. Die Lichtsource ist hier falsch eingestellt. Okay, da hinten sind welche. Oh, nee, ernsthaft? Seht ihr das? Nee, da geh ich nicht, nein. Machen wir erstmal ein Level up. Was brauchen wir? Na, ich würde wieder in Gesundheit investieren. Gerade die Werwölfe, die haben mich schon recht überrascht. Hier wollten wir beidhändiges Zauber machen. Ah, komm schon. Wenn ihr beidhändig einen Wiederherstellungszauber wirkt, wird er mächtiger, was seine Effektivität und die Kosten erhöht. Ja. Hört ihr gut an. Machen wir. Heilen ist wichtig. Was ist gefallenes Licht? Ist es ein Lichtzauber? Wenn ihr in einem Kampf eintaucht, wird eure Magicka schnell wiederhergestellt. Die Regeneration entspricht die Hälfte an Punkten Wiederherstellungsstufe. Dieser Effekt nimmt im Laufe von 15 Sekunden allmählich ab. Die Regeneration stoppt nicht wegen des Zaubers. Wenn ihr in einem Kampf eintaucht, wird eure Magicka schneller. Nö, das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Was sagst du? Das Sprachassistenzprogramm heißt Voice Attack. Und warum ich mir keine HP Reverb G2 hole? G2, das ist schon die zweite Generation, deswegen wahrscheinlich das G. Ich weiß gar nicht, ob die so gut sein soll oder besser sein soll als meine, weil ich habe die Vive Pro. Muss er bedenken, ich habe keine normale Vive, ich habe die Vive Pro. Das ist Field of View jetzt nicht so gut wie bei der Index. Aber der Screen Door-Effekt und die Auflösung ist mega. Aber halt immer noch erste Generation und teuer. Aber solange ich kein anderes Headset in der Range finde, die wireless möglich ist, werde ich sie mir nicht holen. Genau. Gut, wollen wir durch? Ja, ich höre schon die Bienen fiepen. Das heißt, da war ein Zwergling, oder? Die fucking Dinger nochmal heißen. Oh Mann, Barbas, ey! Boah, und auch noch daneben. Mensch, Barbas, du sollst schleichen! Und auch nicht bellen! Dieser Hund macht mich echt verrückt. Oh Mann, mir entfallen jedes Mal die Zauber. Bellbaukun. Ja, ja, ja. Ich wusste, das ist noch da hinten. Und zack, kommt es neben mich. Oh Mann, Barbas, ey. Geh doch einfach mal hoch. Mach doch mal was für dein Geld. Anscheinend kann sein, er schon down ist. Ja, schon down. War ja auch nur eine Spinne. Ja, aber jetzt habe ich ja, wie gesagt, schon eine. Und die HP Reverb ist eben nicht wireless. Ich hasse Kabel. Ich
über Freiheit. Und ich sagte, mega. Freiheiten zu haben, ist immer gut. Nicht nur im Game. Okay. Puh. Ja, immer diese Hexen. Letztes Mal hatten wir Vampire. Dann, Rabenmenschen, Frauen, wie auch immer. Rabenfrauen. Die haben doch einen Namen. Rabenomis. Ja, diese alten Rabenmenschen da. Nein, das war doch auch kein... Doch? Ach, ich weiß nicht. Und jetzt haben wir hier Hexen. Abas, pst. Nix. Du hast nix gesehen. Oh Mann, Barbas, du verrätst echt alles. Das ist alles deine Schuld. Gut. Ja. Hast du toll gemacht. Da ist die Truhe. Ich glaube, hier ist nichts mehr. So. Dass ich auch was sehe hier in diesem Laden. Oh, schön wieder in den Kopf. Aber hat nichts Vernünftiges gehabt. So, bitte, bitte mehr als 20 Gold. Einmal im Leben, bisschen mehr als 20 Gold. Ja, okay, gleicht sich aus mit dem wunderschönen Schmuckstück. Das gibt gut Geld. Mal hier. Ah, ein Zauber. Das Grauen auf dem Berg Xür. Zerstörung, ja, sehr gut. Nehmen wir mit. Ich nehme das mit, weil ich irgendwann mal eine Vorleserunde mache. Irgendwann. Aus Langeweile. Weil ich ja so ein guter Leser bin. Nicht. Und sonst so? Nix mehr. Schade, King Bros. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir sind hier durch. Aha, nein, hier geht's weiter. Wow. Oh, es ist schon Nacht draußen. Super. Oh Mann! Wenn wir mit dieser Höhle fertig sind, schicke ich dich nach Hause. Ich kann so nicht arbeiten.
Der ruiniert mir mein Business. Wo muss ich jetzt tauchen oder so? Oder nee? Das war doch voll sinnfrei, jetzt da runter zu gehen. Mal kurz die Karte anschauen. Na, total sinnfrei. Das war's. Ja, die war schon ein bisschen lame. Die Höhle. Na, 3 von 10. Schlecht. Echtes. Da tut sich nichts. Aber ich habe doch Bienen gehört. Wahrscheinlich war das nur Einbildung. Eine Bildung. Stahlfall. Na, immerhin. So. Raus hier. Wow. Das ist ein schöner Sternenhimmel. Aber du gehst jetzt nach Hause. Hör auf, mir zu folgen. Also gut, wir werden später zusammenkommen. Muss ich mir halt nur merken. Ach so, du gehst. Ja. Okay. Tschüss. Wunderschön hier. Ja, kurz was checken. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, im Dunkeln weiterzulaufen. Hä? Sind wir jetzt dran vorbeigelaufen? Scheinbar. Von Sophie und bla 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 sind wir komplett den falschen Weg gelaufen. Jetzt laufen wir mal bis im Dunkeln. Kann ich jedes Mal die Zeit skippen? Nur weil es mir zu dunkel ist. Und an sich ist es ja auch gar nicht dunkel. Und jetzt pisst es auch noch. Ne, so dunkel ist es eigentlich gar nicht. Das haben wir ja letztes Mal gefixt. Es sollte eigentlich passen. Mal wieder auf den Weg zurückkommen. Keine Ahnung, ob ich den richtigen Weg laufe. Nope. Aber wir gehen jetzt einfach hier den Weg. Ja, es hat einen Nachteil, ohne Kompass zu spielen. Aber im wahren Leben hat man auch keinen Kompass hier um die Hüfte. Okay. Schon mal richtig.
Jetzt halten wir uns ein bisschen nach links. Und dann müssten wir wieder auf dem Weg sein. Ja. Folgen wir einfach dem Pfad. Ein Rudelfixe. Süß. Wut! Wo? What? What the fuck? Ist das dein Ernte? Was? Wie? Ich will keine Waffe aufladen. Achso. Alter, warum brennst du? Scheiße! Huhuhu. Okay, beruhig dich. Ich brauche einen Plan. Ich muss mich heilen. Wie heile ich mich jetzt? Zwei Adams. Und was ist das? Okay, beruhig dich. Wir müssen uns erstmal heilen. Ja, machen wir das da. Und ich habe all meine Heiltränke verkauft. Oh, fuck, ey. Mann, ich kann unter Stresssituationen nicht denken. Oh Mann, noch einer. Ja, eigentlich sollte ich unter Stresssituationen denken. Wenn man belegt, was ich hauptberuflich mache. Ja, ich habe keine Zeit darüber jetzt zu reden. Oh Mann. Shit, ey. Und warum brennt's hier? Sind das Kamele? Habe ich gerade ein Kamel gesehen? Ah, das habe ich doch gar nicht gefragt. Scheiße, ey. Nein, wir dürfen nicht sterben. Wir dürfen nicht sterben. Lauf! Wir müssen irgendwie... Entweder... Ach, keine Ahnung. Es ist so dunkel. Und dann noch ein fucking Werwolf. Und noch ein Werwolf! Okay. Im Dunkeln ist scheiße. Das habe ich eingesehen. Oh Mann, ey. Ich habe vollkommen die Peilung verloren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Wo sind die ganzen Sturmmäntel und Rebellen oder wie auch immer sie heißen, wenn man sie braucht? Meine Güte, ey. Okay. Ich glaube, ich habe wieder Peilung, wo ich bin. Alter. Okay. Wir gehen auf die Jagd. Aber ich speichere erstmal. Wir gehen auf die Jagd nach diesen Werwölfen und diesem Gargoyle. Bin den ganzen verfluchten Weg zurückgelaufen. Irgendwo an dem Fleck. Ich brauche eine verfluchte Taktik.
Die Taktik ist... Nee. Ich laufe viel zu langsam rückwärts. Ach, Hit and Run. Ich hab null gesehen wegen dir. Das hat mich schon überrascht. Sehr viel Geld, du bist nackt. Er hat sie nicht wirklich. Nee, oder? Entschuldigen Sie. She's dead. She ist sowas von dead. Oh geil, das nehmen wir alles mit. Braucht sie eh nicht. Und ein Buch. Beschwörung. Ja, wer hätte es gedacht? Nee, nee. Ich kam zu spät. Kleine Schweigesekunde. So, es reicht. Hast du noch irgendwas? Nee. Passt. Auf jeden Fall muss ich irgendwie High Ground. Es ist so fucking dunkel. Sowas von keine Lust, physikalisch zu springen. Und weil es auch nicht funktioniert, warum auch immer. Es sieht einfach nur dumm aus. Deswegen machen wir das jetzt nicht mehr. So, schauen wir mal. Eine Karawane, also. Wer das wohl gewesen ist? Ein bestimmt ein übler Drache. Ich weiß nicht, sollen wir uns den Adams stellen? Ich habe sie jetzt einfach mal Adam genannt. Keine Ahnung. Einfach so. Aber ich sehe sie auch nirgends. Weil, wer hätte es geglaubt? Weil es ist dunkel. Deswegen nochmal Glück gehabt. Vielleicht sehe ich sie wieder. Gehen wir zum eigentlichen Ziel. Genau vor uns. Und aufpassen, dass wir nicht einem Werwolf in die Klauen springen. Zehn Minuten haben wir noch. Gucken, ob wir das noch schaffen. Großartig ist nicht passiert, gebe ich offen zu. Aber so als kleinen Einstieg in die Twitch-Welt. Wo ist denn der Eingang? Hier hinter mir. Hinter mir, hinter mich. Hat es sich doch auf jeden Fall gelohnt, denke ich mal. Ein bisschen Action hatten wir ja trotzdem. Hab ein bisschen von meinem Setup geredet. Ich bezweifle, dass hier der Eingang ist, Alex.
So, das war jetzt der richtige Eingang. Okay, die letzten 10 Minuten widmen wir dieser verlassenen Höhle, die schön dunkel ist, so wie es wir lieben. Was war das? I really can't see shit. So totally gar nichts. So richtig gar nichts, ey. Oh, ist eine Falle? Nein, es war ein Ast. Ist ungefähr das gleiche. Oh, immer noch diese Vampire, ey. Und Dietrich, 25 Gold, meine Gebete wurden erhört. Scheiße, ist es dunkel hier. Ledergriemen brauchen wir keine, haben wir ja genug. Kurz überlegen, wie könnte ich das verbessern? Jetzt habe ich kurz Zeit. Indem ich vielleicht... Nee, jetzt lass mal so. Das ist gut so, ist top. Okay. Oh Mann, ist es dunkel hier. Und groß. Ziemlich groß. Ich sehe gerade niemanden. Aha. Okay. Komm schon. Das sah leicht amateurhaft aus. Ich hab das schon mal besser gemacht. Ich werde alt. Was? War das Ebenherz? Stand da Ebenherz? Ah, Eisen. Eisenkurz durch. Bellbow Kuhn. Hier ist ein bisschen Licht hier. Ja, denen geht's echt gut hier. Boah. Claire hat mich mal wieder richtig gut erschreckt. Die hat mir nur gesagt, dass es bald Zeit wird, Tschüss zu sagen. Aber ich gehe nicht ohne dieses Gold. Wenn man mich ließe. Wir machen das auf jeden Fall hier noch fertig. Weil ich glaube, viel ist sowieso nicht mehr. Und es ist einfach eine Mega-Dungeon.
Ich sehe zwar nur 30%, aber schon nice. Kann ich rückwärts hier rein? Nein. Ist schon nice gemacht. Bellbaukun. Boah, bin ich... Mann! Oh Gott! Oh, mich gerade ernsthaft bei diesem Wasser verschreckt. Fragt nicht warum. Ich kann es einfach. Mich... erschrecken. An dem Wasser. Ach, Ich treffe zwar, aber irgendwie ist es so, als hätte ich Glück auf 100. Ist egal, wo ich hinschieße, trotzdem treffe. Man könnte sagen, das ist doch gut. Aber nein. Ich will gut sein, weil ich gut bin. Ich sehe jetzt nur einen. Habt ihr es gesehen? Im Rutschen noch getroffen. Das war zum Beispiel gut. Das ist eigentlich alles. Das ist Corudum. Das ist, oh, das müssen wir einsammeln. Leute, das ist wichtig. Sonst mache ich das natürlich nicht. Aber das ist, oh Gott! Was jetzt? Fuck! Shit! Alter! Beesarot Yolhal. Nein, Beesarot Hashal. Nila. Beesarot Hashal. Beesarot Yolhal. Brenn! Puh. Total unprofessionell. Beesarot Hashal. Nila. Da bin ich ein bisschen zu schnell rumgerannt. War ein bisschen unvorsichtig von mir. Aber Spannung. So, das Zeug wollten wir noch uns holen. Aber erstmal muss ich hoch. Wie komme ich da hoch? Aber darum... Die Zeit ist schon langsam echt um. Ein bisschen beeilen hier. Auf jeden Fall diese vier Ader nehmen wir mit. Dann reicht es auch erstmal. Der Corundum-Erz. Corundum-Erz ist eigentlich ganz gut.
Ich glaube, die sind gar nicht so häufig anzutreffen. Kann auch sein, dass ich mich irre. Mega Bizeps kriege ich davon jetzt. So. Ich glaube, bald müsste mal das Ende kommen. Wäre zumindest nicht schlecht. Obwohl es ja an sich ja richtig gut ist, dass die Höhle so weitläufig ist. Weitläufig ist. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel kommt und ich will jetzt nicht zwischendrin skippen. Oder es auf die nächste Folge legen. Wir safen auf jeden Fall mal. Den ganzen Scheiß nochmal machen. Nee, danke. Ich sehe bis jetzt nur einen. Der hat mich jetzt gesehen. Weil ich direkt unter der Lampe stehe. Wie viele haben wir denn überhaupt noch? Ich glaube nicht mehr viele Pfeile. Es gibt gut Geld. El Balkun. Oh, wir sind echt schon voll weit von der Zeit. Ja gut, dann machen wir jetzt hier einen Abschluss, zwei Leute. Aber hier ist eine schöne Szenerie. Schönes Bächle, Fluss, wie auch immer. Guten Zell. Richtig romantisch. Vielleicht müssen wir da reinspringen. Gucken wir einfach mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut euch das VOD auf YouTube an, auch alle anderen Folgen. Mir wird schon wieder so heiß. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Euer NR Fox, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.